Machst du zu Hause irgendwas, um Energie zu sparen, oder hast du vielleicht Tipps, um Energie zu sparen? Also ich habe Energiesparbirnen drin, aber sonst, ja, ich versuche beim Duschen das Wasser nicht die ganze Zeit laufen zu lassen oder beim Zähneputzen. Ja, aber sonst viel mehr mache ich eigentlich nicht. Energiesparlampen oder LEDs zu benutzen, ist sehr sinnvoll. Da kann man als Zwei-Personen-Haushalt bis zu 270 Kilowattstunden pro Jahr sparen. Das entspricht in etwa 70 Euro. Und man kann auch bei uns im Servicebüro zum Beispiel LEDs ausleihen. Hier ist ein Koffer, da kann man die verschiedenen LEDs testen, wie stark das Licht ist, und ob das für einen passt. Naja, wir machen schon was, zu Hause schon, ja. Die Steckdosen sind alle abgeschaltet, die Geräte, also diese Standby-Geräte waren abgeschaltet. Ja, und dann günstigen Kühlschrank, Waschmaschine. Ja, und Strom sparen machen wir nur an, wenn es dunkel ist. Die Antwort von dem Herrn war sehr gut, denn Standby-Geräte fressen sehr viel Energie im Haushalt. Man kann dagegen steuern durch Funksteckdosen oder indem man Steckerleisten installiert und kann dadurch mit einem Klick die meisten Stromverbraucher und Standby-Geräte ausschalten, ohne einzelne Geräte anzusteuern. Dazu, was auch viele Menschen nicht wissen, dass Handy-Ladegeräte auch sehr viel Strom oder Strom fressen, auch wenn kein Handy angeschlossen ist. Des Weiteren hat der Herr sehr gut gesagt, dass der Kühlschrank ein riesen Energiefresser ist, und da kann man gegensteuern, indem man den Kühlschrank immer voll hat, beziehungsweise auch natürlich, dass der Kühlschrank nur so groß ist, wie man ihn braucht, dass man darauf achtet, dass es ein Energie-Plus-Gerät ist, und auch regelmäßig abtaut, die Tür auch nur so oft wie nötig auf und zu macht und noch nicht offen stehen lässt. Und die Faustformel, die man sagt beim Kühlschrank, ist: 1 Grad kälter bedeutet 6% mehr Energie. Sehen Sie Potenzial noch irgendwo, wo man Energie sparen könnte? Naja, klar, gibt es ja in allen möglichen Bereichen. Sei es jetzt bei der Heiztechnik, bei der Computertechnik gibt es ja auch mittlerweile Energiesparmöglichkeiten. Das ist alles drin. Man muss halt nur das nötige Kleingeld haben. Was der Herr gesagt hat, ist nicht ganz richtig, denn man braucht nicht zwingend Geld, um Energie zu sparen, sondern man kann durch Energiesparen ganz viel Geld sparen auch. Das heißt, durch eine Verhaltensveränderung kann man Großes bewirken. Wenn man doch neue Geräte kaufen möchte oder energiesparende neue Geräte kauft, sollte man darauf achten, dass die Geräte möglichst den Ansprüchen genügen, das heißt nicht zu groß sind, dass sie sich auch in einer gewissen Zeit amortisieren durch die Einsparung. Ein anderes Thema ist auch natürlich das Thema Heizen. Das heißt, man kann auch hier sparen, indem ich etwas weniger die Heizung aufdrehe. Eine Faustformel heißt hier: 1 Grad weniger Temperatur heißt 6% Energiegewinn. Das nächste Thema heißt Kochen. Auch beim Kochen kann man sehr viel Energie sparen. Da gibt es auch kleine Tricks, wie zum Beispiel den Deckel. Wenn man mit Deckel kocht, kann man bis zu 30% Energie sparen. Und das bedeutet, bei 2 Litern Wasser täglich, die man auf ein Jahr kocht, kann man bis zu 260 Kilowattstunden sparen. Und damit würde man auch 60 Euro im Jahr sparen. Sehen Sie noch Potenzial irgendwo, wo man Energie sparen könnte? Also ich wohne hier in Jena im Altbau, da gibt es 1000 Möglichkeiten, Energie zu sparen mit besseren Fenstern und so weiter. Wir bauen gerade selber ein Haus, deshalb ist Energiesparen sehr wichtig für mich. Aber im Neubau ist es natürlich was anderes, wie jetzt vielleicht in der Mietwohnung im Altbau, in der man nur vorübergehend wohnt. Was verbauen Sie denn in dem neuen Haus? Also wenn das Von ein der wichtiges. Wärmepumpe über Photovoltaik, also ein bisschen zukunftsorientiert. Das Einsparpotenzial im Altbau ist riesig, das stimmt. Für den Zweck haben wir auch Energieausweise, die unser Energieberater erstellen kann, um Vermietern zu zeigen, wie groß das Einsparpotenzial ist und wo es auch liegt. Wenn man neu baut, dann ist es auch sehr gut darauf zu achten, dass man zukunftsorientierte Technik nutzt, beziehungsweise in dem Fall eine Wärmepumpe und Photovoltaik, denn es geht nicht nur darum, Energie zu sparen, sondern auch CO2 zu sparen. Und für all diese genannten Themen haben wir Produkte oder Dienstleistungen und Leistungen im Angebot, bei denen sich alle Kunden bei uns informieren können oder auf der Internetseite nachschauen können oder einfach bei uns vorbeikommen können.